Hallo Leute, herzlich willkommen bei der Anleitung zum Technisat 4IR. Ich zeige euch hier komplett das Gerät, alle Modi, die es gibt, was man in diesen Modi alles machen kann und wie die Ersteinrichtung funktioniert. Ja, und wenn ihr das Gerät das erste Mal einschaltet, dann seht ihr das so wie ich hier. Ihr wählt dann die Sprache aus und das mache ich jetzt einfach mal. Ich wähle Deutsch aus, ja? Und dann wird schon gefragt, möchtet ihr die Ersteinrichtung durchführen? Und wir machen jetzt hier Ja, denn da werden wir schön dann durchgeführt. 24-Stunden-Format auswählen, ist ja klar bei uns. Die Uhrzeit Aktualisierung könnt ihr so lassen auf Update von DAB+. Dann wird gefragt, ob ihr die USB-Ladefunktion aktivieren lassen wollt oder aktivieren wollt. Hinten gibt es ja einen USB-Anschluss, um USB-Sticks anzuschließen und dann MP3 zu hören. Ihr könnt ihn aber auch verwenden, um da zum Beispiel ein Smartphone anzuschließen und dann das Smartphone quasi über das Digitradio 4IR aufzuladen. Ja, und das können wir machen. Und ich würde sagen, also ich habe es auf aktiviert gelassen bisher im Test. Und ja, dann kann man dann immer wieder spontan auch mal mit dem Radio aufladen. Die nächste Frage ist, ob ihr das WLAN im Standby aktiviert lassen wollt. Würde ich empfehlen, das auf Ja zu lassen, also Ja auszuwählen. So könnt ihr dann schneller aus dem Standby zum Beispiel Internetradio hören, weil die WLAN-Verbindung gehalten wird, ja. So, also Ja. Und dann sucht ihr auch schon in eurem Netzwerk nach WLANs. Ja, und dann hat er die ganzen WLANs gefunden. Und ich wähle jetzt hier einfach eins meiner WLANs aus. Hier dieses. Und das Schöne ist hier beim Digitradio 4IR, man kann hier das Verbinden machen über WPS. Man muss also nicht das Passwort eingeben, das WLAN-Passwort. Und ich mache das jetzt einfach über WPS, also über die WPS-Taste meines Routers. Man wählt dann einfach hier aus WPS mit Taste verbinden. Ja, und jetzt laufe ich mal zu meinem Router und drücke die WPS-Taste und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die WPS-Taste an meinem Router gedrückt, drücke jetzt hier auf OK. Und jetzt sucht das Digitradio 4IR nach meinem Router. Und die, ja, wenn die sich dann gefunden haben, tauschen die das WLAN-Passwort aus und so weiter. Und wir sind dann quasi im WLAN bzw. im Netzwerk drin. Ja, und ihr seht, es hat geklappt. Das Digitradio 4IR ist mit dem WLAN verbunden. Und das war es auch schon mit der Ersteinrichtung. Ja? Ich drücke jetzt hier auf OK. Und wir sind direkt im Hauptmenü und sehen alle Modi und alle Funktionen, die es hier gibt. Ja? DAB+, FM, Bluetooth Streaming, USB, Audio In, also ein AUX-Eingang auf der Rückseite. Wir können Internetradio hören. Wir haben einen Podcast-Modus. Spotify Connect gibt es, Amazon Music, Calm Radio, ja, also das ist auch so ein Streaming-Anbieter. Classic Radio Select, ein weiterer Streaming-Anbieter, ja, also wir haben hier 4 Streaming-Anbieter zur Auswahl und die Systemeinstellungen, ja. Also das sind hier alle Modi und ich fange an mit dem Modus DAB+. Und wenn ihr das erste Mal in DAB+ hineingeht in den DAB-Modus, macht er direkt einen vollständigen Sendersuchlauf. Ja, und dieser Sendersuchlauf hat jetzt maximal eine Minute gedauert. Ja, so ich glaube, ein bisschen weniger als eine Minute war das jetzt. Geht also sehr schnell und findet auch alle Sender, die es hier so gibt. Und wir landen direkt in der Senderliste. Und ich wähle jetzt mal einfach einen Sender, hier 90s. Drehe den hier an der Fernbedienung leiser, ja, damit ich hier keine Probleme bekomme mit Urheberrecht und sowas. Und ja, dann hört ihr den Sender, es dauert dann so ein paar Sekunden, kann manchmal eine Minute dauern, aber meistens geht das viel schneller, bis das Cover geladen wird. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man einen Sender speichert. Ja, also wir haben ja die Fernbedienung, da haben wir ja hier diese ganzen Tasten, die Nummerntasten, da können wir Sender speichern. Oder am Gerät selbst haben wir ja auch nochmal 3 physische Tasten. Und egal ob an der Fernbedienung oder am Gerät, um einen Sender zu speichern, drückt man einfach lange auf die Taste. Also ich will jetzt 90s auf die 1 speichern, drücke hier lange auf die 1, 1, 2 und der Sender ist auf der 1 gespeichert. Und ihr könnt aber auch noch mehr Sender speichern. Ja, also über die Fernbedienung könnt ihr ja zum Beispiel 9 speichern, es geht aber noch mehr. Und wenn ihr jetzt am Gerät zum Beispiel den Sender mit auf dem Speicherplatz 5 erreichen wollt, drückt ihr einfach hier auf die Favoritentaste, auf diese Pfaff-Taste. Ja, das gibt es hier auf der Fernbedienung auf, die nennt sich auch, die nennt sich dann Pfaff. Und ich drücke mal hier drauf. Na? Hallo? Ah, jetzt. So, das ist dann diese Favoritenliste, ja. Und dann kann man hier so durchgehen und ihr seht schon, man kann 30 Sender speichern. Also man hat 30 Speicherplätze.
Und wenn ihr jetzt zum Beispiel am Gerät einen Sender speichern wollt auf die Nummer 5, ja, dann würde das ja hierüber nicht gehen. Dann funktioniert das so, wenn ihr diese Farbtaste kurz drückt, dann ruft ihr Favoriten ab. Und wenn ihr Favoriten speichern wollt, dann drückt ihr lange auf diese Farbtaste. Ja? Das ist analog bei der Fernbedienung das Gleiche. Und ich wähle jetzt erstmal einen anderen Sender aus, damit wir einfach einen anderen Sender speichern können. Ja? Ich gehe jetzt mal auf die 8080s und ich will jetzt 8080s, sage ich mal, auf die 5 speichern. Ja? Ich drücke also lange auf diese Farbtaste. So, ihr seht schon oben, Favorit speichern. Ja, und jetzt wähle ich einfach mal die 5 aus, drücke auf OK und wir haben 8080s auf der 5 gespeichert. Und wenn ich jetzt kurz auf die Farbtaste drücke, egal ob auf dem Gerät oder an der Fernbedienung, ich mache es an der Fernbedienung, ja, dann sehen wir die Speicherplätze. Wir haben die 9090s, was wir eben gespeichert haben und 8080s auf der 5. Und jetzt, wenn ich jetzt 8080s aufrufen will, dann mache ich das so oder an der Fernbedienung, drücke OK. Und er ruft es ab und spielt es ab. Ja, also so funktioniert das Speichern von Sendern auf die Favoritentasten. Und ja, es gibt dann in jedem einzelnen Modus auch ein bestimmtes Menü, wo man ein paar Sachen einstellen kann. Da kommt ihr dann über die Menütaste. Ja, die gibt es hier und in der Fernbedienung. Und drückt man an der Fernbedienung auf die Menütaste. Und ihr seht jetzt hier, was ihr alles einstellen könnt. Also ihr kommt hier in die Senderliste hinein. Ja, das wenn ihr jetzt einen Sender auswählen wollt, den ihr nicht in den Favoriten habt, könnt ihr das so machen. So, dann haben wir einen Sleep Timer, den könnt ihr hier einstellen. Ein Wecker, es gibt 2 Weckerplätze, ja, also das ist ganz interessant. Und ihr könnt das, wie ihr seht, schön konfigurieren, das jetzt so, dass ihr nicht nur die Uhrzeit und die Wiederholung auswählen könnt, ja, also welche Tage, sondern auch welche Quelle angeschaltet werden soll, ja. Also wollt ihr zum Beispiel das der Wecker startet und ihr DAB-Radio hört oder wollt ihr das Internetradio gehört wird und so weiter und so fort, ja. So, und dann haben wir noch Suchlaufeinstellungen. Hier könnt ihr dann nochmal den vollständigen Sendersuchlauf ausführen, den wir ja eben schon bei der Ersteinrichtung gemacht haben. Ihr könnt Sender aber auch manuell einstellen. Dann gibt es hier Senderwechsel. Und die letzte Einstellung hier bei Suchlaufeinstellungen ist inaktive Sender entfernen, ja, also wenn ihr da Sender habt, die gar nicht mehr da sind, die gar nicht mehr erreicht werden können, könnt ihr die so aus der Liste entfernen. Die weiteren Einstellungen hier, das sind alles Einstellungen, die findet ihr quasi in allen Modi, ja, also da sind quasi so Systemeinstellungen, ja, ich gehe jetzt mal hier in die Toneinstellungen, da habt ihr den Equalizer, komme ich gleich noch dazu, und DRC, das ist standardmäßig auf aus, das ist einfach so eine Funktion, um Tiefe Töne und hohe Töne anzugleichen von der Lautstärke, damit man dann nicht so viel Dynamik hat. Ja, aber würde ich auslassen, ist ja auch standardmäßig ausgeschaltet. Dann haben wir noch die Display-Einstellung, komme ich auch noch dazu. USB-Ladefunktion, System-Einstellungen, komme ich auch noch dazu. Ja, also das ist alles, was man im DAB-Modus einstellen kann. Und dann würde ich sagen, wechseln wir den Modus und gehen in den nächsten Modus rein. Und das macht ihr entweder mit der Mode-Taste hier oder auf der Fernbedienung mit der Mode-Taste. Ich drücke mal auf die Mode-Taste und wir gehen in den nächsten Modus. Und das ist hier FM bzw. UKW. Und im UKW-Modus gibt es leider keinen vollständigen Sendersuchlauf. Ihr müsst einfach euch die Sender nach und nach suchen. Ja? Ihr könnt hier Sender suchen, entweder wenn ihr kurz... Ja, das ist jetzt die Lautstärke-Taste gewesen. Wenn ihr auf der Fernbedienung mit der Oben- und Unten-Taste drückt, dann könnt ihr in 0,05 MHz-Schritten den Sender suchen. Oder ihr drückt lange auf die Taste, dann sucht er den nächsten freien Sender. Ja, den nächsten empfangbaren Sender. Also ich drücke mal lange auf nach oben. Und er läuft jetzt so lange durch, bis er einen Sender gefunden hat, der einen guten Empfang hat. So, und er hat jetzt die 91,6 MHz gefunden, das ist SWR3. Und ja, könnte ich jetzt zum Beispiel auf die 3 speichern. Ja, wie das funktioniert, habe ich euch eben schon gezeigt. Zack, SWR3 ist auf der 3 gespeichert. Und ihr könnt aber auch, ihr müsst nicht unbedingt lange auf diese, hier auf der Fernbedienung, auf die nach oben Taste oder hier am Gerät auf die nach rechts Taste drücken, um den nächsten Sender zu suchen. Ihr habt auf der Fernbedienung oben auch die Scan-Taste. Ja? Und wenn ihr die Scan-Taste im FM-Modus drückt, dann mache ich das jetzt mal. Dann läuft da einfach das Band weiter entlang, bis er den nächsten Sender gefunden hat und spielt ihn dann ab. Und
Genau, wenn ihr im DAB-Modus wärt und die Scan-Taste drückt, dann macht er einfach nochmal den vollständigen Sendersuchlauf. Ja, also so funktioniert das im FM-Modus. Und auch im FM-Modus könnt ihr auf die Menü-Taste drücken und euch werden ein paar Dinge angezeigt, die es im DAB-Modus dann nicht gibt. Wir haben hier auch wieder die Suchlauf-Einstellungen und hier könnt ihr auswählen nur starke Sender, ja oder nein. Und standardmäßig ist ja ausgewählt. Das heißt, er ist da sehr streng, was das Signal angeht. Also er findet und spielt euch nur Sender ab, die einen guten Empfang haben, sodass die Tonqualität gut ist. Ja, wenn ihr jetzt hier Nein auswählt, dann findet er auch Sender, die nicht so einen perfekten Empfang haben. Und ihr findet dann einfach mehr Sender. Und wir haben hier die Toneinstellungen, ja, Audioausgabe. Und da könnt ihr auswählen, ob auch Stereo wiedergegeben werden darf bei FM oder nur Mono. Ja. Also, sonst ist das hier alles das gleiche wie bei DAB. Ja, gehen wir dann in den nächsten Modus, ich drücke wieder auf die Mode-Taste und das ist Bluetooth koppeln. Und er geht direkt in den Koppelmodus und ich starte jetzt mal mein Smartphone. So, und dann gehe ich in die Einstellungen in Bluetooth. Und ja, mein Smartphone sucht dann schon nach Geräten und unten wird schon angezeigt Digitradio 4iR. Ich drücke da drauf. So, es ist verbunden und ja, er zeigt schon das letzte Lied an, was ich gespielt habe. Ich gehe jetzt hier einfach mal in eine Musik-App, drücke auf Play. Und es wird Musik wiedergegeben, die könnt ihr jetzt nur nicht hören, weil ich eine Bildschirmaufnahme am Laufen habe. Ja, aber ihr könnt dann zum Beispiel, ihr müsst dann nicht am Smartphone unbedingt Play-Pause machen oder nächstes Lied. Ihr könnt das dann auch hier machen, ich drücke hier drauf, es ist pausiert, ich drücke wieder da drauf. Es läuft weiter, ich kann nach hier drücken auf die nach rechts Taste, ja, auf die Skip Taste und es wird das nächste Lied angespielt, das seht ihr ja auch im Smartphone Display, ja. Also das ist die Bluetooth Funktion. Und ja, auch hier gibt es wieder ein Menü, da gehe ich mal rein, da könnt ihr dann quasi oben, der einzige Unterschied zu den anderen Modi ist, ihr könnt einfach die Bluetooth Verbindung trennen, ja, mache ich jetzt hier nicht, aber so könnt ihr dann die Bluetooth Verbindung trennen. Ja, sonst ist hier nichts Interessantes dabei beim Bluetooth-Modus und deswegen gehen wir in den nächsten Modus und das ist USB. Und ihr seht schon hier steht Einlesen, der Stick wird eingelesen. Ich habe also hinten einen Stick eingesteckt. So, und da wird auch schon ein Lied wiedergegeben. Und was ihr seht nicht viel. Ich will euch nur sagen, es gibt hier leider keine Ordner-Navigation. Also ihr seht hier nicht so die verschiedenen Ordner und könnt dann so tiefer in die Ordnerstruktur reingehen. Ja, also man sieht keine Ordnerstruktur, das ist das, was ich sagen will. Lieder weitermachen macht ihr auch wieder hier mit diesen Tasten. Lied zurück, Lied weiter. Ich drücke mal hier. Ja, er macht dann das nächste Lied. Es gibt hier allerdings einen Trick, um die Ordner zu wechseln und das sind auf der Fernbedienung die F- und die F-Plus-Taste. Und wenn ich jetzt hier, achtet mal hier oben drauf, hier steht F03, T002. Also F03 ist der Ordner und T002 ist der Titel, also der zweite Titel. Ich drücke jetzt mal auf F- auf der Fernbedienung und er geht in den zweiten Ordner auf, im Display. Und ich drücke jetzt mal auf nochmal F-, er geht in den ersten Ordner auf dem USB-Stick. Ja, und das ist mein Soundcheck, den kennt ihr ja von meinen Tests. Ja, genau. Genau, also so könnt ihr dann quasi durch Ordner navigieren mit diesen F-, F-Plus-Tasten. Aber ihr seht halt, weil es keine Ordnernavigation gibt, so eine richtige Ordnernavigation mit benannten Ordnern, ihr seht das jetzt nicht. Also ihr müsst schon genau wissen, welche Ordner ihr da habt. Ne? Genau. Aber wenn ich jetzt nochmal in den einen Ordner reingehe, wo ich da ein Album habe von Tracy Chapman, wo ist es? Genau hier. Ihr seht, da wird schon angezeigt, wie das Lied heißt. Also das sieht man schon. Aber jetzt zum Beispiel ein Cover wird jetzt hier auch nicht wiedergegeben. Ja? Und gehen wir nochmal ins Menü. Und im Menü seht ihr, da kann man jetzt im USB-Modus nichts Besonderes einstellen. Ja? Und deswegen gehen wir jetzt in den nächsten Modus. Und das ist Audio-In. Das ist der AUX-Eingang hinten. Ja? Da steckt ihr einfach ein externes Gerät an, wählt dann am Technisat Digitradio 4iR Audio In aus und dann wird einfach das, die Musik bzw. das Signal des externen Geräts einfach über die Lautsprecher vom Digitradio 4iR ausgegeben. Ja, aber sonst ist hier nichts Interessantes am Modus, an dem Audio In Modus, was man machen kann. Also, ich gehe dann in den nächsten Modus und der nächste Modus ist
ein sehr interessanter sicherlich für euch alle, ist Internetradio, ja? Und dafür braucht ihr natürlich WLAN, müsst also bei der Ersteinrichtung euch mit dem WLAN zu Hause verbinden. So, und jetzt verbindet er sich hier mit dem Internetradiodienst. Das dauert jetzt, glaube ich, hier, weil ich es gerade eben für das Video nochmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, damit ich euch das nochmal alles genau zeigen kann mit der Ersteinrichtung, dauert das jetzt hier ein bisschen länger, aber normalerweise geht das hier rucki zucki, innerhalb von 1-2 Sekunden seid ihr da drin, ja, also das ist jetzt halt beim allerersten Mal so. Und das ist so diese ganz bekannte Struktur, wie bei vielen DAB-Radios und Kompaktanlagen, dieses Menü. Und ihr könnt quasi suchen, ja, ihr könnt hier auf Suchen gehen und dann einfach den Namen eures Senders eintippen, den ihr sucht. Oder ihr lasst euch hier einfach so ein bisschen was empfehlen, ja, über, ihr könnt hier in Deutschland, ihr seht schon, ne, es gibt so verschiedene Kategorien und da kann man sich da wirklich richtig inspirieren lassen und gucken, was da so zum Beispiel bei populär drin ist. Und dann werden populäre Sender angezeigt, die andere Leute einfach oft hören. Ja, also das ist hier so ganz gut gemacht. Und ich wähle jetzt hier einfach mal das allererste aus, SWR3. So, nochmal SWR3. Und ja, er verbindet sich jetzt mit dem SWR3 Internetradio-Stream, gibt den Video wieder, Cover wird angezeigt und auch hier kann ich wieder ganz normal speichern, wie ich euch das schon gezeigt habe im DAB und im FM-Modus. Das ist wirklich alles hier gleich. Ja, ich drücke jetzt hier einfach mal 1 und ich habe das jetzt hier auf der 1 gespeichert. Wenn ich jetzt hier auf die FAV-Taste drücke, dann seht ihr, ihr habt auch im Internetradio-Modus 30 Favoritenspeicherplätze und das ist, denke ich mal, beim Internetradio-Modus sehr wichtig, weil es gibt ja da draußen, keine Ahnung, 10.000 Internetradiosender. Also das ist da schon, finde ich, gut, dass man da so viele Speicherplätze hat. Und das habe ich euch eben noch vergessen zu zeigen, ihr könnt euch das Cover auch immer groß anzeigen lassen. Das ist über die Fernbedienung, entweder mit der OK-Taste oder hier einfach auf OK, also wenn ihr den rechten Drehregler drückt, ja, und dann wird das Cover groß angezeigt. Das geht auch im DAB Plus Modus, da könnt ihr dann auch das Cover groß anzeigen lassen. Ja, genau, also das ist im Prinzip der Internetradio Modus. Da kann man jetzt auch im Menü nicht viel Besonderes einstellen. Auch wenn ihr auf zuletzt gehört geht, dann kommt ihr einfach hier auf die Sender, die ihr so die letzte Zeit gehört habt. Dann habt ihr da so einen richtig schönen Verlauf, wie man das zum Beispiel aus dem Browser kennt. Und wenn ihr auf Senderliste geht, dann seid ihr einfach in diesem Internetradio-Hauptmenü, ja, so würde ich das jetzt mal nennen. Aber sonst kann man jetzt hier nichts Besonderes einstellen im Internetradio-Modus, was es in den anderen Modi nicht auch gibt. Ja, und deswegen gehen wir jetzt in den nächsten Modus und das ist Podcast. Und das ist exakt wie bei Internetradio, ihr seht es schon, das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Auch hier können wir wieder manuell suchen, ja, hier, na, Podcast-Liste. Hier gibt es wieder eine Suchfunktion, aber wir können uns auch verschiedene Kategorien, Länder anzeigen lassen. Will ich nicht zu viel Zeit jetzt verbringen für den Podcast-Modus, der ist wirklich wie der Internetradio-Modus. Und dann kommen wir jetzt hier schneller voran. Das Video wird nicht zu lang und deswegen ab zum nächsten Modus. Und das ist Spotify. Ja? Und genau genommen ist das Spotify Connect. Und ich starte jetzt Spotify Connect. Wartet mal, ich muss erstmal hier die Bildschirmaufnahme starten an meinem Smartphone. Und ich starte jetzt Spotify Connect. Gehe hier links oben auf mein Profil, auf Einstellungen, dann auf Geräte, Gerätemenü. Und da sehe ich schon unten Digitradio 4IR. Ich wähle das aus. Verbindung wird hergestellt und die Verbindung wurde auch hergestellt. Und ich kann das Spotify Connect komplett steuern über das Digitradio 4IR. Brauche also nicht unbedingt das Smartphone. Ja, ich kann jetzt hier auf Play drücken und es wird einfach wiedergegeben. Ich kann das Lied weitermachen zum Beispiel. Es wird zum Beispiel das nächste Lied gespielt. Cover wird geladen, kann ich auch wieder groß machen, wenn ich hier auf OK drücke. Ja, also der Spotify Connect Modus ist genauso wie die anderen Modi und ihr habt schon gesehen, das Verbinden geht sehr einfach und sehr schnell. Und ich gehe jetzt mal hier, achso, und ihr könnt auch hier wieder die Favoritentasten speichern. Ich drücke hier auf die 1. Ja, ich habe jetzt also hier etwas auf die 1 gespeichert und was das ist, seht ihr, wenn ich jetzt hier auf die Favoritentaste gehe. Ihr könnt hier nicht einzelne Lieder speichern, sondern ganze Playlists, ja, mit den Favoritentasten. Und das finde ich auf jeden Fall spannend und praktisch. Und ihr seht hier, ihr habt bei Spotify 10
Favoritenspeicherplätze. Ja, ein Menü gibt es hier auch, aber hier gibt es nichts Besonderes, was man einstellen könnte. Ja, das ist also wieder alles ganz normal wie in den anderen Modi. Und dann gehen wir mal in den nächsten Modus und die nächsten Modi gehen ein bisschen schneller. Das wäre zum einen Amazon Music. Benutze ich nicht, kann ich euch nicht zeigen, geht aber genauso wie bei Spotify Connect ganz einfach. Dann haben wir Calm Radio, ja, das funktioniert mit Account, ja, mit Premium Account, dann ist das werbefrei. Ihr seht schon, ihr könnt euch dann quasi einloggen, aber ihr könnt hier auch ganz normal aus der Kategorie irgendwas auswählen, zum Beispiel Lounge. Und man muss natürlich auch gucken, was gibt es hier, was ohne Premium funktioniert. Seht ihr hier diese Meldung, Abonnement benötigt. Dieses einzelne Lied geht jetzt nur, wenn man Abonnement hat. Ja, dieses hier auch. Ja, also die sind hier, genau. Hier dieses zum Beispiel Mojito Groove funktioniert ohne Abonnement und kann man dann einfach wiedergeben. Und das kennt ihr ja auch schon. Das sieht genauso aus wie bei Spotify Connect, wie bei DAB, wie bei Internetradio und so weiter und so fort. Und hier haben wir auch wieder die Favoritentasten. Ich drücke da auf die 1 und ich habe auf der 1 jetzt dieses eine Lied gespeichert und ihr habt hier Speicherplätze insgesamt 8 Stück. Ja, also nicht super viele, aber immerhin 8 Stück. Ja, das ist Calm Radio. So, und oben haben wir dann immer diesen im Menü diesen einzelnen Punkt Calm Radio Programm und das ist wieder hier unser Calm Radio Hauptmenü, wo wir suchen können, wo wir uns einloggen können, wo wir nach Genres bzw. Themen Lieder suchen können. Ja, also so funktioniert das hier mit Calm Radio. Und der nächste Modi ist auch nochmal ein Streaming-Anbieter, das ist Classic Radio Select. Kann ich euch nicht zeigen, habe ich nicht abonniert. Das ist auf jeden Fall ein Streaming-Anbieter, der extra dafür gedacht ist, dass man da in hoher Qualität und ohne Werbung Classic hören kann. Ja, also für alle Classic-Fans unter euch, Classic Radio Select. Ja, und dann drücke ich nochmal auf die Mode-Taste. Und wir sind jetzt wieder im DAB Plus Modus, das heißt, ich habe euch jetzt alle Modi gezeigt, die es gibt. Und das nächste, was ich euch zeigen will, sind hier die Systemeinstellungen. Ich gehe also auf Menü und gehe jetzt hier in die Toneinstellungen als erstes. Und das wäre dann als erstes, was ich euch zeigen will, der Equalizer. Den erreicht ihr jetzt also hier über das Menü oder ihr habt auf der Fernbedienung hier, na, hier oben EQ, also ihr kommt mit dieser mit der Fernbedienung mit einem Tastendruck direkt in den Equalizer, finde ich auf jeden Fall sehr gut gelöst. Ja, und wenn ich und im Equalizer könnt ihr jetzt nicht viel einstellen außer Bass und Höhen. Und aus meiner Erfahrung bei dem Digitradio 4 sollte man den Bass ein bisschen anheben. Ja, ich hatte den bisher immer auf 4 gehabt, manchmal auf 6. Und ihr könnt aber auch die Höhen verstellen. Ja, und ihr seht, ihr könnt beides, also Höhen und Bässe von plus 14 bis minus 14 Dezibel verstellen, ja, aber der Standardwert ist natürlich 0. Und wenn ihr dann was eingestellt habt, geht ihr dann auf Zurück, ja, entweder hier über die Zurücktaste oder auf der Fernbedienung mit der Back-Taste und dann fragt ihr, ob ihr das speichern wollt. Und ich gehe jetzt mal auf Ja und das heißt, der Equalizer ist gespeichert mit den Werten Bass 4, Höhe 0 und ist dann so aktiv in allen Modi und so ist dann der Klang, wie ihr ihn eingestellt habt, ja. Das nächste, was ich euch hier bei den Systemeinstellungen zeigen will, sind die Display-Einstellungen. Und Display-Info ist, dass ihr anzeigen könnt, was da jetzt genau angezeigt wird. Ja, und das ist, ihr könnt das hier so einstellen, was da jetzt angezeigt werden soll für einen im Display. Ja, also zum Beispiel Signalqualität oder Frequenz oder Lauftext ist nichts anderes als zum Beispiel der Titel oder der Sender, der da gerade läuft. Aber das könnt ihr auch ganz einfach einstellen, wenn ihr einfach, nee, das war jetzt Vorführeffekt, wenn ihr auf der Fernbedienung einfach auf OK drückt. Ich mache das jetzt mal, ach nee, Quatsch, Adam, ich bin ein bisschen verwirrt, auf die Infotaste, ja. Ich drücke jetzt hier auf die Infotaste und ihr seht, im Display werden die ganzen Dinger da, die werden durchgegangen, ja. Aber der Standard ist hier dieser Lauftext, wo man dann zum Beispiel sieht, was für ein Titel gerade gespielt wird, ja. Also über die Infotaste geht das auf jeden Fall viel, viel schneller, als wenn man jetzt hier in die Display-Einstellungen geht und dann in die Display-Info. Ja, aber man kann das auf jeden Fall auch hier machen. So, das nächste, was man bei den Display-Einstellungen machen kann, ist Slideshow.
Das ist nichts anderes, als wenn man hier drauf drückt oder wie ich es gerade eben fälschlicherweise gemacht habe, auf die OK-Taste. Das ist entweder Cover ganz groß oder Cover klein und dann noch diese ganzen anderen Informationen, die angezeigt werden. Und das letzte bei den Display-Einstellungen ist die Helligkeit und die könnt ihr im Betrieb einstellen. Die ist standardmäßig jetzt auf hoch und ihr seht, wenn ich es hier auf mittel mache, wird das Display schon dunkler und wenn ich auf niedrig mache, ist das Display schon ziemlich dunkel. Ja? Und ich lasse es natürlich hier auf hoch, damit ihr auch was erkennen könnt. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch für den Standby definieren und das mache ich natürlich auf niedrig. Denn wenn ihr das Digitradio 4iR zum Beispiel im Schlafzimmer stehen habt und wollt dann einfach schlafen, dann wollt ihr natürlich nicht, dass das Display super hell ist im Standby. Deswegen würde ich dann empfehlen, hier auf niedrig zu machen. Und ihr könnt hier noch einen Autodimmer einstellen. Nach wie vielen Sekunden soll das automatisch dimmen? Ich mache das hier auf aus. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass es im Betrieb immer die volle Helligkeit hat, beziehungsweise die Helligkeit, die ich hier bei Betrieb eingestellt habe. Ja, also das ist das, was man bei den Display-Einstellungen machen kann. USB-Ladefunktion habt ihr schon gesehen bei der ersten Einrichtung. Und das letzte, der letzte Menüpunkt hier ist Systemeinstellungen. Da könnt ihr nochmal Uhrzeit, Datum einstellen. Ja, das, was wir bei der ersten Einrichtung schon gemacht haben. Genauso ist es mit den Internet-Einstellungen. Die Sprache kann man hier verstellen. Werkseinstellungen kann man nochmal zurücksetzen, dass das Radio wirklich komplett nochmal auf Null gesetzt ist, wie wenn man es frisch gekauft hat. Und man kann dann nochmal alles einrichten. Dann könnt ihr nach einem Software-Update suchen. Ja, ich klicke jetzt mal hier auf Jetzt prüfen. Und dann verbindet er sich mit Technisat, mit den Servern von Technisat und sucht nach einer Software. Und ihr seht schon, die Software ist aktuell. Also für mich gibt es jetzt hier kein Update. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ihr könnt aber auch nochmal die Ersteinrichtung hier starten. Und dann kommt nochmal dieser ganze Ersteinrichtungsdialog. Das ist hier eine Alternative zu den Werkseinstellungen. Ja, wenn ihr einfach nochmal diese Internetsache verbinden wollt, also WLAN-Verbindung machen wollt, Uhrzeiteinstellung und so weiter. Dann haben wir noch Systeminfo, da seht ihr dann die verschiedenen Informationen zur Softwareversion und so weiter. Ja, also die ganzen Chips da drin haben ja auch eine spezielle Softwareversion und so weiter. Ist für die meisten von euch nicht interessant. Ja, Datenschutz können wir uns nochmal anzeigen lassen. Ja, und das ist jetzt alles, was man in den Systemeinstellungen einstellen kann. Ja, und das ist im Endeffekt das, was man hier alles beim Digitradio 4iR alles machen kann in den Modi, was man in den einzelnen Modi einstellen kann und so weiter und so fort. Und bevor wir jetzt hier mit der Anleitung zu Ende sind, will ich euch noch zeigen, wie ihr das Gerät hier bedienen könnt mit einer App. Da gibt es zum einen die Technisat Connect App und da kann ich euch schon mal sagen, ich bin ja im Moment am Testen das Digitradio 4iR und das Digitradio 143 V3, also diesen HiFi-Tuner. Und bei beiden Geräten, egal was ich mache, egal was ich probiere, findet die Technisat Connect App die Geräte nicht. Und so findet ihr die auch jetzt nicht, das Digitradio 4iR. Ihr seht es ja hier in meinem Smartphone. Er sucht sich zu Tode. Ja, das funktioniert nicht. Deswegen breche ich das jetzt auch mal ab. Und es gibt aber die Undock-App und die findet ihr ganz normal in iOS-App-Store oder bei eurem Android-Handy im App-Store. Und die Undock-App ist eine universale App und die funktioniert hier wunderbar. Und mit der Undock-App könnt ihr das Gerät auch komplett steuern. Und er ist jetzt hier auch schon verbunden. Und ich gehe jetzt hier mal auf Quelle und ihr seht hier alle Quellen bzw. alle Modi. Und ihr könnt das dann quasi über die App auswählen. Also ich gehe jetzt mal hier einfach oben ins Internetradio und ihr seht schon am Display, er verbindet sich, lädt es. Wir haben über die App hier links oben diese Schaltfläche, da können wir auch zugreifen auf die Favoriten. Wir können hier die Favoriten speichern. Und was besonders beim Internetradio und beim Podcast-Modus natürlich sehr interessant ist, ist das Suchen, da wir ja beim Smartphone natürlich eine echte Tastatur haben, ja, und ich kann jetzt hier einfach suchen und ja, nach was suche ich denn eigentlich? Nach Beats Radio, das mag ich im Moment sehr. Beats Radio, ja, dann gehe ich auf Suchen. Ja, und jetzt zeigt er mir alles an, was er mit dem Begriff Beats Radio gefunden hat und ich habe das erste gesucht, wähle das aus, nochmal. Und er verbindet sich mit dem Beats Radio Stream, spielt es ab. Ihr seht schon, im Smartphone wird das Cover angezeigt. Hier wird auch das Cover angezeigt. Und ich kann das jetzt hier auch in der App als Favorit speichern. Dann gehe ich wieder links oben auf dieses Symbol
und sage, ich will Beats Radio auf der 2 haben, dann drücke ich auf dieses kleine Plus und es wurde auf der 2 gespeichert. Und ich sehe das natürlich dann nicht nur jetzt hier in der App in den Favoriten, sondern auch wenn ich jetzt hier drauf gehe auf die Farbtaste, dann sehe ich Beats Radio ist auf der 2. Also ihr seht halt, das ist hier auch wirklich alles miteinander synchronisiert. Ja, und wenn ich jetzt hier auf die 1 drücke, verbindet er sich mit SWR3. Und wenn ich jetzt hier auf die 2 drücke, verbindet er sich mit dem eben gespeicherten Beats Radio. Ja, also das ist sehr, sehr cool an der App. Und ja, ihr könnt hier mit der App nicht nur die ganzen Modi durchwechseln. Ich gehe jetzt einfach mal exemplarisch in DAB Plus und dann verbindet er sich mit dem zuletzt gehörten Sender. Ihr habt auch rechts oben in der App einen Einstellungsbutton und ihr habt dann Zugriff auf den Timer, auf den Equalizer, Datum, Uhrzeit, Bluetooth, Sprache und unten noch die Tonqualität. Die könnt ihr hier auf hohe Qualität setzen, würde ich euch empfehlen. Und ihr könnt auch über die App das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ja, also das ist das, was man hier mit der App machen kann. Also ich finde, das ist völlig ausreichend. Und was ich noch vergessen habe, ihr habt unten so einen Balken für die Lautstärke. Ich mache das mal. Ja, und ihr seht auch, das ist hier wieder komplett synchronisiert. Rechts unten könnt ihr sehen 0 von 32, also es gibt hier 32 Lautstärkestufen und das sind die gleichen Stufen am Handy und auch wenn ich jetzt hier mache, ja, wenn ich jetzt hier drehe, auch hier ist das Maximale die Stufe 32 von 32. Ja, also das war es jetzt hier mit der Undog App und allgemein mit der Möglichkeit, das DigiRadio 4iR zu bedienen mit einer App und das war es jetzt auch mit der Anleitung vom DigiRadio 4iR. Ich hoffe, ich habe euch hier geholfen. Ich hoffe, ihr habt etwas dabei gelernt. Eure Fragen werden oder wurden geklärt. Wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, wenn ich euch helfen konnte, dann würdet ihr mir super, super dabei helfen, den Kanal weiterzuentwickeln, weiter wachsen zu können, damit ich noch mehr Geräte für euch testen und erklären kann. Wenn ihr den Kanal abonniert, und ein Like wäre auch super nett. Ja, das war's jetzt mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Adam. Tschüss.